So, die da am Start, ne? Spaß. Ich weiß, seitdem du das, ich muss den Namen immer zu. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Und als ich letztens mit Pupsi unterwegs war in Nürnberg, oh, die freut sich voll. Da haben wir im Nanunana bei Nana der Bandit in seinem Laden drin nicht nur Dieter Dab getroffen, sondern wir haben die Firewalk Challenge gesehen. Und das ist das hier. Guckt euch das mal an. Der Spaß für die ganze Familie. Ich habe schon mal mit dem Hannes so Soßen getestet beim Book of Pleasure and Pain. Das waren 12, 24, 100. Das sind jetzt 8 Soßen, Chili-Soßen, ja, da schielt ihr danach, weil die so scharf sind. Da ist ein Spielbrett mit dabei, da ist ein Würfel mit dabei. Wir haben keine Ahnung, was das sein soll, wie das funktioniert, aber wir haben Gäste dabei, und zwar, das ist Pupsi. Hallo. Das ist Hannes, ne? Moin. Moin. Da ist Iswo, aber der Iswo ist eine kleine, verweichlichte Pussy, deswegen... Macht ich der nicht mich mit? Jetzt nicht. Och. Ja, nee, der Ismo sagt, ah, der was mit Schaf zu tun Salz hat. Endlich mal. Du mit dem scharfen ich esse doch jeden Tag Salz. Es gibt ja verschiedene Salze. Vulkan gut. Salz, Himalaya Salz, das demnächst gibt es die Salz, das große Salz-Test-Video featuring Ismo. Genau. Der Ismo besorgt ganz viele Salzsorten und dann schmeckt nach Salz und das, ja, auch nach Salz. Gut, machen wir demnächst. Jetzt aber hier. Denn weil der Iswo dem immer alles zu scharf ist und er damit nicht klarkommt, ist der Iswo heute der Kameramann. Deswegen gebe ich das jetzt an Iswo. Kannst ja wieder unten zusammenklappen. Und dann wollen wir das mal auspacken und dann mal schauen, was das jetzt nun eigentlich sein soll. Und vor allem, was das für Karten sind und ob das jetzt auf Deutsch oder Englisch ist. Weil hinten, das ist alles Englisch, aber hier oben auf dem Ding sieht man ja trotzdem auch deutsche Schrift. Mann! Vielleicht sollte man das einfach gar nicht. Zippel ab, sag ich dir. Guck dir das an. So, und jetzt, ach so, das ist noch ein Papp dazwischen, deswegen ging es nämlich auch nicht. Jetzt ziehen wir hier mal den Beutel raus. Seht ihr das nochmal ordentlich? Seht ihr nochmal das Spielbrett? Da sind Karten. Pupsi macht, glaube ich, die Karten auf. Das sind verschiedene Soßen nach Schärfegrad wahrscheinlich, oder? Eins. Es stehen sogar die Sachen drauf extra hier. Guck mal kurz. 1300 Scoville, 1500, 1700, 2000, 2500, 2700, 5000 und 10.000. Iswo, das wäre doch auch was für dich gewesen. Was hatte die Carolina Reaper? 2,2 Millionen und das hier sind 10.000. Ist also ein Spiel für Kinder, ne? Können sie dran nuckeln. Hier ist der komische Würfel, der richtig komisch aussieht, wie gesagt. Hier ist das Spielbrett. Da werden die Soßen dann draufgestellt, alle. Die muss man also auch alle raus machen. Jede einzelne Soße für sich. Geordnet nach Schärfegrad. Da liegen die Karten und hier steht Gameplay. Ist das irgendwo auf Deutsch? Nee. Ja, also, platziere alle 8 Hot Soßen auf dem Brett bei den vorgesehenen Nummern. Finde ein Spielzeug, eine Münze oder was anderes, um das halt als deine Spielfigur zu nehmen. Ja, das, jetzt haben wir nicht. Hätte man so, Mensch, ärger dich, Würfel, Spieldinger nehmen müssen. Wir können auch unsere Löffel einfach hinlegen. Shuffle Cards, Play Sam Face Down on Game Board. Also die komischen Karten werden kopfüber hier reingehangen. Also unser Essen, was in der Karte ist, haben wir durch Toast ersetzt. Und die Milch haben wir durch Wasser ersetzt. Woher weißt du, was da drin ist? Ich hab schon gelesen. Pupsi hat das Spiel schon durchgespielt vorher. Also, das drauflegen, Roll Die, also die Rolle stirbt, oder flippt ein Coin, um die Spielordnung herzustellen. Also die Spielreihenfolge. Wollen wir es einfach so machen, die Dame fängt an. Dann, darf ich die Karten nochmal mischen? Dann der dicke Mann, ne? Und dann eine Jast. Mach mal so, brauchen wir nichts flippen. Alle kommen auf Start. Die Rolle stirbt schon wieder. Bei jedem Turn. Ich raff das nicht.
Sauce, play, fatter, choose card, instructions, return the card, button stacks, return to the next player, kein Roll. Ich fange einfach mal. Pups, ich verstehe es nicht. Ich fange jetzt einfach an. Ja, und jetzt? Hast du jetzt nicht schon zweimal gewürfelt? Das erste war doch eine 3. Ja, und was ist denn mit den Karten? Die musst du doch hier drauf auf den Kartenstempel. Ja, da komme ich ja nicht dran. Und jetzt? Was heißt jetzt die 6? Das weiß ich nicht. Ich kann nicht doch die 3 nehmen? Was steht denn da? Nehmen Sie einen Teelöffel der scharfen Soße, deren Nummer Sie gewürfelt haben, und drücken Sie ein Feld vor. Oh. Steht das auf Deutsch? Steht das auf sonst was? Ja, steht auf Deutsch. Ja, na dann, mach mal. 6. 8 gibt's. 8 ist insgesamt, also 8 ist das Schärfste, kannst sagen sie. Machen. Das ist die 6, ne? Aber mach bitte nur ein bisschen drauf. Diese scheiß Soßen, da muss ich jetzt schon wieder einer hinsetzen. Die ganzen Soßen schon mal aufmachen. Wieder ein bisschen. Hätten wir das Spiel einfach weggelassen und hätten einfach nur die Soßen durchprobiert. Hau doch nicht ab mit dem Löffel. Ich will schenken und sie zieht den Löffel immer weiter nach links und noch mehr nach links und da komme ich doch gar nicht hin. Und schmeckt nach Erde. Mhm. Geil. So. Das darf man da trinken. Ja, bestimmt. Geht ja nur um das. Ist das, weil die nicht schmeckt oder weil die scharf ist? Beides, die schmeckt auch nicht. Die schmeckt nicht nach scharf, siehst du? Doch, aber. Schmeckt nach Rind. Ja, und jetzt würfel ich einfach und das legt dann die Soße fest. Ich mach mal einfach vorne hier. So. Das ist jetzt mein Löffel. Vor allem, da klebt doch das ganze Spielbrett, wenn hier rumgemacht wird. Ja, Ismo, komm, guck dir das an, wie jetzt gewürfelt wird. 6. Gut, da habe ich dieselbe aber Soße du wie du. Erst, nee, du musst erstmal eine Karte ziehen, vielleicht steht was anderes drauf. Auswählen Vaibirani Volba. Ach so, Löffel auswählen. Wählen Sie einen Spieler aus, der einen Teelöffel der scharfen Soße, deren Nummer Sie gewürfelt haben, probieren muss. Ich hab ja schon, also kannst du nur einen Hannes nehmen. Hey Pupsi, du kennst sie ja schon, das ist die 6. Da kannst du ja gerne nochmal probieren. Du bist heute dabei, du bist heute unser Stargast und deswegen, der Hannes, da siehst du keine Reaktion, nix. Und dafür darfst du dann vorrücken, oder? Nee, ich habe ja nichts gemacht, deswegen hast du den ganzen Spaß. So, Pupsi kriegt doch mal ein Löffelchen von ihrer tollen Soße. Die Medizin. Das ist doch cool. Mal gucken, ob es einer bis zum Ende schafft. Zweite Mal. Jetzt finde ich das Spiel schon viel besser, weil da so bestimmte Sachen sind. So. Soll ich es vorlesen? Willst du vorlesen immer? Dippen Sie das Essen Ihrer Wahl, zum Beispiel Chicken Wings, Pommes, Karotten, in die scharfe Soße, dessen Nummer Sie gewürfelt haben und nehmen Sie einen Biss, ein Feld vorrücken. Hey, dann nehme ich aber dann 2 von den Löffeln dann. Gute. Weil dann nehme ich nehme ich einfach, 2. Hannes Dips. Hat die 4. Aber du kannst auch Toastbrot nehmen. Nee, will ich gar nicht. Hannes hat die 4. No, es geht doch hier einfach nur darum, dass man ein Feld vorgeht und die 4 gesoffen hat. Hannes, bitteschön, mach dir was drauf, ich überlasse dir das Zepter. Dankeschön. Auch ein Feld vor, merkt euch mal, dass beide jetzt auf 1 stehen. Das kann ein bisschen dauern, sage ich mal, bis man ganz hinten ankommt. Ich zieh das schon mal hier weg, da knallt sich nicht den ganzen Löffel drauf, dann merkt das wieder im Magen. Ja. Und Hannes? Klasse! So, ich stell's jetzt wieder hier hin. Pupsi, du bist schon wieder... Also, erst mal 1. Komm, das ist die mildeste. Hier. Ich komme. Ich hab die, Soll ich dir eine rübergeben? Ja. Bitte schön. Das Zeug schmeckt voll richtig nach. Dippen Sie das Essen Ihrer Wahl, Chicken Wings, Pommes, Karotten etc. in die scharfe Soße, deren Nummer Sie gewürfelt haben. Bitte nehmen Sie 2 Bissen. Ja, also 2-mal die 1 und dann zack. Oder Pupsi muss jetzt 2 Scheiben Toast auf Ex essen. Ist wohl jetzt so arm mitmachen können, oder? Das ist so nix hier. Da ist deine Sauce, die 1 mit 1000 Scoville. Das ist also normal. 1300 ist das. Darfst du jetzt auch vor oder musst du stehen bleiben? Ein Feld. 1. Das ist okay. Ja, ich habe noch nichts gemacht heute. Aber jetzt wird gewürfelt, ich sag's euch. 7.
Die 7. Jetzt alle müssen trinken, außer du. Oh, toll, ein Feld zurück. Und weiter? Von was machen denn? Sie halt noch eine Karte und du so unten drunter, weil du bist ja noch nicht vorne. Ach, ein Feld zurück, warte. Da bin ich schon im Ziel abgewonnen. Ich bin ja einen vorne, ich habe ja einen. Also aber genau. Blick ich nicht durch. Ja, aber darf ich jetzt eigentlich nichts mehr? Nein, kannst du nicht. Weil da steht ja nichts mit Zeug drauf. Du bist ja, dann, wieder dran. Dann ist der Hannes jetzt dran. Oh, fast wäre es die 7 gewesen. Ja, die 7. Ihr Kerle. Mein Kerle. Oh, mir brennen die ganzen Lippen. Wir probieren Sie die scharfe Soße der Nummer, die gewürfelt haben, nicht vorrücken. Siehst du, der Hannes hat's gut. Das ist scheiße. Habt ihr die eigentlich mal geschüttelt? Ich hatte die andere. Ja. Jetzt darf der Hannes die 7 probieren, die ich eigentlich hatte. Also, weiß nicht, der Hannes, der hat es bestimmt alles manipuliert, weil der ist ja gerne scharf. Oh, Hannes! Oh, das kann, dann, wenn ich drankomme, ist die Soße leer. Das schmeckt sehr nach Essig, das Zeug. Nach Salz, gell? Genau. Ja, Salz und Essig. Ja, oh, Pupsi jetzt. Die ist schon dabei. 7! Ja, ist gucken, doch deine was Karte. Was jeder sagt jetzt zu dem gleichen. Ex die Flasche. Wählen Sie einen Spieler aus, der das Essen Ihrer Wahl in die scharfe Soße der Nummer Sie gewünscht haben, dippen. Rücken Sie ein Feld vor. Das finde ich doch schön. Ein Feld. Bubi, du hast doch heute noch gar nichts gemacht und du bist danach schon wieder dran. Komm. Ja, dann habe ich jetzt... Willst du Toast dazu? Nein, komm, dann habe ich jetzt auch die 7. Aber weil ich nicht der Hannes bin, nehme ich natürlich nur eine kleine Brise. Kann es sein, dass die flüssiger ist als die andere? Oder kam das nur, weil ich die geschüttelt habe? Ich weiß es nicht. Die sieht eigentlich aus wie Sweet Chili Soße. 7 von 8. Aber ist gut. Wenn das nicht so dieses Essig und Ding wäre. Ich weiß nicht. Die wir in diesem Tasting hatten, die waren alle irgendwie so babbig. Und ich dachte, das lag daran, weil die schon 2 Jahre über die Zeit waren. Ach nee, du bist ja. Die schmecken aber auch so pappig im Nachgeschmack. Das hier vorne brennt und hinten ist Pappe. Das finde ich komisch. Dass das so schmeckt und das auch noch so sein muss. 5. Schluck. Oh, nehmen Sie einen Schluck Wasser, nicht vorrücken. Da ist die 5 ja egal. Ah, das muss ich jetzt aber, weil es auf der Karte steht. Wieso hast du Milch ersetzt durch Wasser und da steht Wasser? Da gibt es auch noch eine Karte. Da muss ich jetzt aber Milch trinken. Wir wollen gleich noch zum Chinamann und essen. Gib mir mal die Karten, die mische ich dann immer mal durch. Nö, ich hätte erst, wenn ich danach aufhöre. Ich hätte erst gemischt, dann wenn der Stab ganz weg ist. Ich dachte, wir können dann aufhören. Die 5. Ja, wir müssen ja nicht 10 Runden spielen. Wir können ja alle am Ende die schärfste Soße mal probieren. Würfen Sie noch einmal und probieren Sie die scharfe Soße, deren Nummer Sie beim zweiten Mal gewürfelt haben. Ein Feld vorrücken. Ja, dann musst okay, jetzt alles klar. Nochmal gut. Du bist der Löffel hier, ich schieb dir schon mal einen vor und jetzt musst die du die 3 nehmen. Damit kann ich jetzt auch zusammenrechnen? Dann ist es ja die 8. Ja. Die 8 heben wir uns auf, wenn alle durch sind. Oh, da fliegt der ganze Hut weg. Alles klar. So. Obwohl, so macht es eigentlich mehr Spaß, ne? Also jetzt, wo ich das Spiel ein bisschen verstehe. Denke ich mir, okay, das kann doch ein bisschen was. Ja, das schmeckt alles gleich. Gehen die Karte. Komm, Pupsi, es ist nur noch eine Karte da. Scheiße. Immer die X. 6. Nehmen Sie einen Schluck Milch. Wasser. Oh komm, das hat jetzt so viel Spaß gemacht. Eine Runde müssen wir noch, weil sonst hat Pupsi angefangen, war am Ende dran. Und ich habe gar nichts gemacht. Eine Runde. Aber nee, meinst du jetzt eine Runde mit jeder noch einmal oder einmal die kompletten Karten? Einmal die Karten. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Die meisten Soßen sind schon auf. Das heißt, wir müssen ja, wenn ich jetzt anfange, bin ich ja dann auch am Ende dran. Hm. Sozusagen mit den Karten. Und das ist ein gutes Ende. Wir legen das jetzt mal hier hin. Wir würfeln jetzt einfach mal auf dem Tisch. Haben die 8. Haben die Ehre, okay. Jetzt trink Schluck Wasser. Tippen Sie das Essen Ihrer Wahl in die scharfe Soße, dessen Nummer Sie gewürfelt haben, und nehmen Sie einen Biss, ein Feld vor. Yeah, ich darf hier rein überhaupt? Nee, brauche ich ja. Gut, nehme ich wieder an mich. Das ist die 8, das ist die schärfste. Die sieht auch richtig schön feurig, also ist richtig schön rot aus. Die ist ja eher so orange und dünn.
Die ist grün, das ist bestimmt irgendwas mit Wasabi, Green Curry Zeug. Kannst du die nicht mal normal halten, so. Zack. Die ist halt, dann müssen die Leute ja ihren Kopf auf den Tisch legen, damit die was sehen. So eine schöne Fahrt vorbei, wir haben die Farben doch noch gar nicht drauf. Klar. Ich lenk nur ab, weil ich es nicht schaffe. Ja, ich schaffe die nicht aufzuhören. Gleich fliegt wieder alles weg. Die riecht genauso wie die andere. Auch wieder so richtig essigmäßig. Ja, das hätten wir eigentlich und, Eisregenbogen-Challenge machen können. Und Pappe hinten dran. Ja gut, komm hier, weil es noch was zu essen ist. Also scharf. Da sind ja auch alle von dabei. Ja, die ist in Ordnung, ja. Darf ich die wieder da hinstellen unter deinen muskulösen Arm? Einmal hier. Die 8, die 8. Die 8 gewinnt. Ja. Die 1, gut. Nehmen Sie einen Teelöffel der scharfen Soße, der Nummer Sie gewürfelt haben, ein Feld vorrücken. Die ist auch schon auf. Hier, einmal da. Na gut. Ich finde trotzdem, du hast, glaube ich, du merkst keinen großen Unterschied zwischen den einzelnen Soßen, so wirklich. Das schmeckt irgendwie dann eine wie die andere. Aber bei der hat mir jetzt die Lippe gebrannt. Bei einer wenigeren nicht. 6? Das ist deine Lieblingssoße, kann das sein? Deswegen hast du schon wieder die. Würfeln sie noch einmal, das mit dem beim nächsten Mal. Oh, der ist, wenn man so rumfliegt. 7. Oh, Mensch! Ist auch schon auf. Kannst du dir nehmen, kannst du dir draufziehen. Also, wo guckst du eigentlich auch, was du machst? Ja. Und deswegen fliegt dein Arm hier durch die Flaschen komplett immer ja, zu. Ja, es geht doch um die Kamera. Ja, aber... Komm noch ein kleines. Oh Mann! Ja, ich sehe den von hier gar nicht, deswegen. Den Klicks. Jetzt schmeckt total sauer. Sauer? Macht doch aber lustig. Und sagen sie zumindest immer. Aber ich finde, die brennt nicht so sehr wie die 6. Siehst du? Das ist ja auch Habanero. Das andere war Red Hot. Da steht einfach nur Fire. Da stehen ja sogar im Prinzip die Sachen dran. 7, das ist auch die Habanero. Jetzt will ich aber mal ganz kurz gucken, was hier steht. Jalapeno. Jalapeno ist das Grüne. Das ist ja eigentlich sinnvoll. Das ist Garlic, also Schaschlik, genau. Schluck. Nehmen Sie einen Schluck. Milch nicht vorrücken. Wo ist denn die Milch? Da. Milch ist... Deswegen ist es auch durchsichtig. Hannes, du darfst schon mal... Die 8. Die 8, die 8. 5. Gärtle. Aber das ist doch Jalapeno, oder? Ja. Wählen Sie einen Spieler aus, der einen Teelöffel der scharfen Soße, der Nummer, die Sie gewürfelt haben, probieren muss, ein Feld vorrücken. Die Sandra hat die Grüne noch nicht probiert. Entschuldigung, darf ich mich auch selber wählen? Nein, Hannes, du nimmst jetzt die Sandra, so steht's. Der Bubi! Okay. Jetzt habe ich vergessen zu schütteln. Wieder drauf. Komm, Sandra, schon mal mit. Doch, ich vergönne es ihr heute ausnahmsweise mal. Ah! Dass sie mal jetzt ran darf. Noch und Bubsi, die Grüne. Sei doch froh, dass du auch was davon hast. Die hat schon Bläschen. Ja, die ist halt, die zieht Bubble Tea, genau. Du magst doch Bubble Tea, mein Fuß schläft ein. Ah, ich darf nur eins. Der Verlierer muss am Ende eine Scheibe Toast essen, weil da der Adi schon dran rumgefressen hat. Das ist dann die Bestrafung. Ich hätte mich ja gern selber genommen. Sandra ist Bauchredner. Die burbt. Schmeckt voll nach Essig. Sandra ist jetzt, glaube ich, auch dran. Wie? Das heißt, die Sandra, die macht immer so Double Shots, ne? Also, keine Ahnung, die steht halt da drauf, gleich alles mit einmal wegzuziehen. Das ist auch gar nicht mehr so viel. Eins. Bitte mit Toast. Die kriegt Toast? Ja, natürlich, selbstverständlich. Bitte schön. Da steht übrigens Mexican Style. Die 2 ist Lava Flow. 3 ist Orange Chili. 4 Garlic Habanero. 5 Jalapeno. 6 Red Hot. 7 Habanero, 8 Fire.
So. Warte mal, da vorrücken. Oh, die 9. Geil. Spaß. Ja. Die 6 natürlich. Ja, warte, das war da. Ach, hier blickt man doch. Eigentlich geht es jetzt so lange, bis endlich mal einer hinten angekommen ist. So lange muss man hier den Yoshi prügeln. Mm-mm. So, 6 und ein Feld zurück. Ich war auf der 1, jetzt bin ich wieder beim Start. Trinken darf ich auch nichts. Den packe ich hier hin. Na, 2. Ich glaube, das ist immer weniger bei mir. Ich glaube, das ist das letzte jetzt. Das sind ja, nur noch. Wenn die Karten leer sind, dann hören wir auf. Nehmen Sie einen Schluck Wasser. Na, bitte nicht. Ich möchte einen Schluck davon haben. Ach so, na, dann kann ich es ja zulassen. Hannes, ich glaube, wir haben die Karten vertauscht. Das war meine. Hannes, ja, der Wasserkopf. Ich glaube, ich auch. Ich will keinen. Na, will ich nicht. 1. 1. Probieren Sie die scharfe Soße, deren Nummer Sie gewählt haben. Okay, Ihrer Wahl. Hier riecht sehr unangenehm. Ja, das bin ich. Es riecht wie du, wenn du früh aufstehst. Wer das noch kennt. Das heißt, das ist jetzt die allerletzte Karte, die hier liegt. Ich habe ja gesagt, wenn ich anfange, dann bin ich auch der Letzte. Eigentlich müsste dann der Hannes anfangen und der Letzte sein. Nochmal eine Runde, aber Pupsi hat jetzt schon die Nase gestrichen voll. Wir würfeln also noch einmal. Haben die 2, die bis jetzt noch zu war. Die 7 ist noch zu und die 2. Und jetzt die 2 auswählen. Wählen Sie einen Spieler aus, der das Essen Ihrer Wahl in die scharfe Soße, deren Nummer Sie gewürfelt haben, dippen und einen Bissen nehmen muss. Ein Feld vorrücken, ich bin wieder auf der 1 und würde sagen, Pupsi zum Abschied. Bubi! Hey, Pupsi! Also zum Abschied darfst du die 2 noch probieren. Mann, das gibt's mit Toast. Ja, aber. Hey, aber die 7 war ja, doch, die 7 war ja auch schon auf. Die sieht nur wieder gut zugemacht aus. Das heißt, die haben wir noch gar nicht aufgehabt. Die schmecken alle muffig und eklig. Nur wegen Pupsi müssen wir die jetzt extra aufmachen. So, guck doch mal, eigentlich bin ich dran, aber ich lasse dich gerne vor. Ist das nicht schön? Und sogar mit Brot. Okay. So. Kriege ich nochmal den Beutel kurz. Ich will nochmal hier zeigen. Ich finde, eigentlich ist das richtig cool gemacht. Wie gesagt, ihr müsstet spielen, bis einer wirklich endlich am Ende ist. Würfelt das durch, ist ganz lustig. Und hier, guckt euch nochmal die Fläschchen an. Jedes Fläschchen hat eine Nummerierung und hat auch ein anderes Gesicht drauf. Das sind hier diese Totem. Pfähle, Köpfe, alle sehen anders aus. Hier mit Garlic, hier der Grüne. Den Grün finde ich eigentlich am coolsten. Guckt mal, wie der ausschaut. Ein wildes Nasknet. Dann die 6, 7, 8. 8 ist hier der Vulkan. Finde ich also cool gemacht. Danke, Hannes, fürs Mitmachen. Bitte, gern geschehen. Der Hannes hätte noch unendlich Runden machen müssen. Gib mir mal die 8, bitte. Danke, Pupsi, dass du so stark mitgemacht hast. Danke, Istvo, für die Kameraführung. Ich habe nichts gemacht. Ich möchte die auch nochmal probieren. Ja, würde ich sagen, das war es jetzt von meiner Seite aus. Hättet ihr das auch gerne mal gezockt oder kennt ihr das oder was auch immer oder so, schreibt es mir in die Kommentare. Nanu, nana. Hau den Vulkan rein. Dann nimmt sich jetzt wieder die Schärfste. Zack. Dann guckt er wie Jean Reno. Oh, ist gut. Ja, aber dieser Essiggeschmack stört mich. Essig, Nick. So, das war's jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses und schön scharf bleiben.